Was geht, Leute? Heute sind wir beim zweiten Tag bei dem S1000R-Projekt. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, wie wir den Tank geklebt haben und die Rahmenschoner. Jetzt machen wir weiter. Wir werden die Seiten vom Tank machen und oben die Abdeckung, dass wir quasi heute komplett mit dem Tank fertig sind, dass er komplett in Carbon ist. Und vielleicht noch Lichtmaschinenabdeckung, wenn wir es schaffen. Ja, da fangen wir jetzt an. So, die Seitenteile haben wir montiert. War nicht so ganz einfach. Wir mussten so ein paar Anpassungsarbeiten machen. Ich habe mir überlegt, die Sachen mit dem Klett zu machen. Das war jetzt original nicht so. Aber ist einfach, damit das mehr Stabilität hat. Ich mag das nicht, wenn die Teile so ein bisschen so, ja, zwar fest sind, aber trotzdem so ein bisschen vibrieren. Deswegen haben wir Klett genommen. Jetzt machen wir noch oben die Abdeckung drauf. Die werde ich auch mit dem Klett fixieren. Und dann haben wir den kompletten Tank geschafft. Dann werden wir noch diese Nieren an den Seiten dran schrauben und Lichtmaschinenabdeckung. So, das seht ihr jetzt. So Leute, der Tank ist fertig. Ich muss sagen, das Ergebnis überzeugt. Das ist der Hammer. Also ich kann mir auch nichts Geileres vorstellen als eine Vollcarbonkarre. Wenn später das Design noch drauf kommt. Auf jeden Fall, wir sind jetzt soweit fertig hiermit. Wir werden jetzt noch Lichtmaschinenabdeckung und die kleine Finne oder Niere, je nachdem wie man das nennen will, montieren. Und das war's dann für heute, weil ich bin platt und hier steckt noch viel Arbeit drin. Dann seht ihr jetzt noch mal kurz, wie der momentane Stand ist von dem Bike. So, was geht ab? Willkommen beim dritten Video zum Thema S1000RR. Und Stand von heute ist quasi, wir haben hier die M-Hebel dran gebaut, wir haben die Bremshebel dran gebaut, die Kupplungshebel. Und weil das ein Euro 5 Modell ist und sich ziemlich anhört wie ein Staubsauger, musste ich mir einen zweiten Krümmer besorgen. Hab den aufgeschnitten, hab den Cut entfernt und das Ganze wieder zusammengebaut. Da seht ihr jetzt ein kurzes Video, wie das Ganze abgelaufen ist, weil das haben wir nämlich letzte Woche gedreht. So, ihr habt gesehen, wie wir den Krümmer montiert haben. Von der Arbeit her ging es. Wir mussten quasi nur die Schrauben lösen, die zum Motor gehen. Und eine Schraube, die ungefähr unterm Federbein sitzt. Und dann konnten wir den ganzen Krümmer so runternehmen. Lambda-Sonnen abschrauben, also eigentlich einfach, ne? Könnte jeder selber machen. Problem war gewesen, ich hatte den Serienauspuff mit Carbon laminiert. Wo ich eigentlich gedacht habe, der Serienauspuff ohne Cuts wird sich gut anhören. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich wollte und deswegen musste ich mich ein bisschen umorientieren und habe mir deswegen was richtig Geiles geholt noch. Und zwar dieses schöne Ding, der SC Project. Sehr beliebter Auspuff bei den Modellen und so. Und von der Optik kann man nicht vergleichen mit dem Serienauspuff, ne? Auf jeden Fall tausendmal besser. Und da ich bei dem Unfall die Fußraste verloren habe oder beziehungsweise abgebrochen habe,
Und die Teile mir, wenn das ganze Motorrad in Vollcarbon ist, sowieso nicht gefallen. Die hätte ich schwarz gepulvert. Da habe ich preistechnisch dann ein bisschen hin und her gerechnet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir doch was richtig Geiles hole. Und die Teile sind jetzt angekommen. Ja, was soll ich sagen? Von den originalen M-Parts, die Fußrasten und qualitativ brutal. Aus einem Stück gefräst, mit dem Fersenschutz in Carbon auch. Dann haben wir hier noch den Schalthebel. Ich meine, das Ding sieht echt so geil aus. Da hast du doch gar keinen Bock, den überhaupt zu benutzen. Auf jeden Fall werden wir jetzt zusammen die Fußrastenanlage montieren. Und den Behälter hier, der ist auch endlich mal gekommen. Da hatten wir auch Lieferschwierigkeiten. Da kam erstmal der falsche. Den werden wir noch montieren. Der Lenkungsdämpfer hat auch einen abbekommen. Den habe ich auch neu geholt. Das alles werden wir heute in diesem Video behandeln. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt mit. So, die eine Raste haben wir montiert, habt ihr gesehen, ist nicht viel Arbeit gewesen. 3-4 Schrauben, aber guckt euch mal diesen Effekt an. Ich bitte euch, was habt ihr euch bei BMW gedacht, dass ihr an so einem teuren Motorrad so eine Raste verbaut? Was ist das denn? Der Hammer, oder nicht? Also ich finde, diese Fußrastenanlage hat sich gelohnt. Das war eine sehr gute Investition. Das wertet das Motorrad sowas von optisch auf. Wahnsinn. So, die Fußrastenanlage habt ihr gesehen, wie die jetzt aussieht. Mit dem Carbon-Fersenschutz eigentlich optisch finde ich richtig geil. Ich habe das hier bestellt gehabt. Das ist auch aus Vollcarbon. Das ist ja von der Optik her genauso wie das Originale. So, jetzt meine Frage an euch. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Was gefällt euch besser? Sollen wir den dran bauen oder sollen wir doch eher das dran lassen? Auf jeden Fall, die Meinung ist mir sehr wichtig, was ihr persönlich auch geiler findet. Ich glaube, beides sieht gut aus, ne? Aber mich würde interessieren, was die Mehrheit sagt, und das werden wir dann dran schrauben. Jetzt machen wir die andere Seite noch, ja, und dann gibt es einen kurzen Porn und einen Soundcheck. So, den Lenkungsdämpfer haben wir getauscht. Aufgrund dessen, bei dem Unfall ist er kaputt gegangen. Das Problem war gewesen, wenn er so eingebaut ist und ich habe eingelenkt, die Seite hier erstmal verliert Öl wie Sau. Und wenn der hier ausgefedert ist, sollte der im Normalfall, so wie bei dem jetzt, zurückschwenken. Und das war bei dem nicht mehr der Fall und deswegen konnte ich gar nicht richtig einlenken. Ich bin immer gegen den Scheinwerfer gekommen. Ja, aufgrund dessen musste ich den austauschen. Gott sei Dank habe ich das auch bemerkt, wo das Öl erst hier runtergelaufen ist. Kann ich jetzt schön den ganzen Dreck wegmachen, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Den mussten wir 100% tauschen. Ich meine, alte Motorräder haben auch keinen Lenkungsdämpfer. Man könnte rein theoretisch auch ohne Lenkungsdämpfer fahren, aber ich meine, bei einem Motorrad, was so eine Geschwindigkeit hat, sollte man schon darauf achten, dass da alles ordnungsgemäß und original wieder zusammengebaut wird. So, jetzt machen wir noch den Wasserbehälter und dann sind wir fertig für heute. Dann haben wir die Fußrastenanlage verbaut, Lenkungsdämpfer, den Behälter noch. Dann gibt es noch draußen einen kurzen Soundcheck mit dem SC Project und dem selbstgebauten Cut oder dem selbstgebauten Krümmer. So, wir haben ja den Krümmer ohne Cuts drunter gebaut und den SC Project. Wir hatten ja vorher den originalen Endschalldämpfer, den ich einfach nur mit Carbon laminiert habe. Wenn ihr übrigens zu dem Carbon-Laminat ein Video sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Dann werde ich nochmal ein extra Video machen, wie ich Carbon laminiert habe. Ja, jetzt gibt es erstmal einen Soundcheck mit dem Serienauspuff ohne Cut und danach mit dem SC Project ohne Cut.
erste Mal Probefahrt gemacht. Ich muss sagen, brutal. Fahrtechnisch, man merkt nichts mehr vom Schaden. Der Unfall ist komplett behoben. Wir haben jetzt nur noch die Verkleidung. Leider habe ich ein paar Lieferschwierigkeiten mit den Teilen, deswegen wird das ein bisschen dauern. Im nächsten Video werden wir trotzdem das Heck komplett umbauen. Anderes Rücklicht, den Kennzeichenhalter werden wir dann schon montieren. Eventuell, wenn ich nicht warten kann, ist sie schon angemeldet. Dann wird dann ein Kennzeichen noch drankommen. Weil danach ist es nicht mehr viel. Wir bauen an einem Tag die ganze Verkleidung vorne zusammen und dann werden wir die ersten Fahrvideos machen. Bis jetzt, von der Optik her, bin ich richtig begeistert mit dem ganzen Carbon. Jetzt, wo die draußen steht, siehst du schön mit der Carbonfelge, mit dem SC Project und den M-Rasten. Das macht ein super Bild. Das wird bestimmt einer der krassesten S1000R, die hier rumfährt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wartet auf das nächste, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns die Tage. Kann eigentlich nicht so leise sein.